Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder mein aufgebraucht und plattgemacht Video für dich, was jeden Monat online kommt. Das hier sind jetzt alle leeren Produkte, die im Mai leer gegangen sind. Und wenn du Bock drauf hast, durch mein Gedönsen hier durch zu gedönsen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die verrückte Alte ist wieder am Start, hat hier ihr buntes Augen-Make-up aufgelegt, ist paddelig wie immer und versucht jetzt hier für die leeren Produkte die richtigen Worte zu finden. Ja, immer zum Ende des Monats zeige ich euch einmal meinen kompletten Müll, dass wir einmal so ein bisschen durchgehen, wie war das überhaupt. Das Ding ist, dass ich die Produkte, die ich natürlich nicht komplett aufgebraucht habe, sondern dann während der Benutzungszeit aussortiert habe, in mein Flop-Video gepackt habe. Schaut da gerne auch mal vorbei, das kommt meistens auch monatlich online, müsste dann quasi vor 2 Wochen online gekommen sein und kommt dann demnächst wieder in 2 Wochen online. Da kommen nicht nur Schminkprodukte rein, sondern halt auch meine Pflegeprodukte, die ich angefangen habe und wo ich mir gedacht habe bei der Benutzung, boah, ne. Hier findet ihr also dann die Produkte, die ich wirklich von Anfang bis Ende aufgebraucht habe. Das heißt, hier werde ich fast alles nur loben und toll finden, ist klar. Super viele Produkte von Kooperationspartnern, natürlich auch. Aber ich muss halt auch sagen, es gibt Produkte von Kooperationspartnern, die mir nicht so gut gefallen haben, weil du kannst nicht immer das komplette Sortiment einer Marke lieben. Die sind auch in meinem Flop-Video zu finden. So, heieiei. Es ist viel. Ein paar Sachen habe ich auch gar nicht hier, die muss ich euch dann einblenden, weil ich die ja zum Beispiel auf Korfu leer gemacht habe, ne, als ich mit Dalton unterwegs war. Übrigens, so, ne, richtig geil, habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Während wir auf Korfu ja diese Korfu-Reise hatten, gab es nicht die Sonnenprodukte bei Dalton auf Lager. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit von Freitag bis Sonntag, und ihr seht das Video hier am Sonntag, dass wir wieder 25% Rabatt auf Dalton hier haben, Leute. Yay! Und nicht nur auf die Sonnenprodukte, sondern auf das komplette Sortiment. Und das passt so gut, weil ich so viel von Dalton aufgebraucht habe. Sommerclaudi, zieht euch das rein, ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene eine kleine Provision dran, aber ein Viertel des Preises ist eine Stange Geld und ich finde es richtig, richtig geil, dass wir jetzt nochmal dieses Wochenende die Möglichkeit haben, euch den Rabattcode mitzugeben. Also wir, damit meine ich halt auch Melloflori, Amelie, ne, und die ganzen wunderschönen, wunderlieben Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die auf Instagram vor allem aktiv sind. Wow, langes Intro. Ich starte einfach mal mit dem ersten Produkt und zwar sind das Invisibubbles. Das ist leer gegangen, ne? Ich mache das natürlich auch immer wieder in heißes Wasser, kaltes Wasser, damit das Vieh sich immer wieder zusammenzieht, ne? Da hast du länger was von. Aber irgendwann sind die Moleküle so sehr aufgebrochen, dass das Ding sich nicht wieder richtig zusammenzieht, beziehungsweise wenn du es dann in die Haare machst, dann flattert das alle nur noch rum. Ja, und hier hatte ich einfach Invisibubbles leer gemacht und deswegen kommen sie in die Kiste. Haben mir sehr gefallen. Ich mag Invisibubbles gerne. Auch die nachgemachten Invisibubbles sind schon gut, ne? Also kannst nichts zu sagen. Manche sind halt echt ganz grottig, aber die meisten kannst du tragen. Dann habe ich ein Shampoo leer gemacht von Ahava. Detsi Water Mineral Shampoo. Das ist dieses hier. Es ist wundervoll gewesen. Das fand ich echt cool. Also ich habe mir hier tatsächlich ein Herzchen hingemalt für den Duft. Das Problem hierbei, die Haare waren so ein bisschen elektrisch aufgeladen, ne? Das ist halt, ja, ein bisschen trocken natürlich aktuell. Oh, es riecht echt geil. Seine Blase. Puff. Und ja, genau. Ne? Ich mochte das Produkt an und für sich gerne, aber meine Haare waren so voll frizzig, aber trotzdem geiler Duft. Pflege hat mir auch gefallen. Oh nein, ich darf das nicht so laut machen, dann erschreckt Sammy sich. Hm. Wir kommen zum ersten Produkt, was ich aufgebraucht habe auf Korfu. Und zwar ist es von Balea eine Haarmaske gewesen, diese After Sun SOS Intensivkur-Geschichte habe ich gemacht nach diesem Bootstrip, den wir da hatten. Und die hat mir wirklich gut gefallen. Ne? Also da habe ich echt gemerkt, dass die den Haaren so das wiedergegeben hat, was sie verloren haben. Ne? Weil, nicht nur, weil ich halt tatsächlich ja auch in der Sonne, pick in der Sonne saß, sondern auch, weil ich ja auch am Salzwasser war. Das ist ja auch nochmal austrocknend. Auch als ich im Meer dann drin schwimmen war, habe ich meine Haare nicht nass gemacht. Also ich bin dann ja nicht untergedüppt. Das habe ich mich nicht getraut, weil das wäre wahrscheinlich richtig kalt geworden. Aber ja, weil das hätte die Haare ja noch mehr geschädigt, ne? Aber das, also diese Kur hat schon sehr geholfen. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ja, repräsentativ dafür habe ich mir einen Zettel geschrieben. Auch geil. Okay, dann habe ich, achso, was bei diesen Einmal-Anwendungsmasken aber
immer ein bisschen schwierig ist, was ich hier halt auch hatte. Ich habe lange Haare, wirklich lange Haare. Also ich habe die vor Kurve auch schon wieder abgeschnitten. Ne? Ich schneide mir die immer ungefähr auf Nippellänge ab. Da ist ein bisschen viel drin, weil ich mache mir das ja immer nur ab Ohrläppchen in die Länge rein. Ne? Gut, bei der Aftersun-Maske habe ich das auch wirklich auf die Kopfhaut gegeben, weil da war ja wirklich überall, ne? Brauchte ich Liebe. Und ja, aber ich habe trotzdem immer recht viel hier drin. Und das ist halt immer ein bisschen problematisch. Klar, du kannst es dann dir mit so einem Haarclip auch zumachen, ne? Oder mit Tesafilm oder so, oder mit einem Gummi halt irgendwie, Haargummi, was du halt gerade so zur Hand hast. Aber ja, beschwere ich mich jetzt darüber, dass wir hier zu viel Produkt drin haben? Ist eigentlich auch irgendwie dämlich, ne? Ja, irgendwie ist es schon dämlich. Dann, liebe Claudi, kauf dir keine Anmalanwendung, sondern kauf dir eine komplette Tube und dann kannst du dir so viel rausnehmen, wie du brauchst. Das ergibt Sinn. Genau. Aber sowas hast du halt in Adventskalendern oder so dabei. Egal, auf jeden Fall habe ich hier drauf geschrieben. Die hier pflegt gut, die von Aveo, die war im Adventskalender auch mal mit dabei. Haarmaske, Haarspliss Protect. Jo, mit Avocado-Extrakt und Weizenprotein mochte ich gerne leiden. Also die würde ich tatsächlich auch in groß mir nachkaufen. Die fand ich gut, ne? Zack. Dann habe ich 2 Schätzeleins aufgebraucht. Die hatte ich auch mit, hatte ich nicht mit. Die habe ich hier aufgebraucht. Was erzähle ich denn? Das, was ich mit hatte, das ist ja noch immer unter meiner Dusche, weil ich es nicht aufgebraucht habe. So nämlich. Von Rituals. The Ritual of Hammam. Nourishing Shampoo und Nourishing Conditioner. Ich dachte erst tatsächlich, dass das irgendwie mir zu herb männlich riechen würde. Hat es aber gar nicht. Ich muss halt nur sagen, das ist mit Arganöl und Shikakai. Mhm. Ich mochte die Pflegewirkung nicht ganz so gerne. Das hat meine Haare nicht ganz so sehr gepflegt, wie ich das mir gewünscht hätte. Zumal Rituals jetzt ja auch nicht unbedingt das allergünstigste von der Welt ist. Ne? Also nachkaufen würde ich mir das jetzt tatsächlich nicht. Dufttechnisch fand ich das vollkommen in Ordnung, mochte ich gerne leiden und war dann doch nicht so männlich her. Jetzt ist das auch gewohnt, ne? Wie ich das erst befürchtet hatte. Jetzt kommen wir zu was, ist ein Kooperationspartner von mir, beziehungsweise ich hatte eine Kooperation mit Pomelo & Co. Ich glaube, ich habe keine mehr. Ich kriege auf jeden Fall keine Antwort mehr. ich guck mal. Vielleicht ist mein Code Claudis Welt noch aktiv. Probiert den gerne mal aus, da könnt ihr ein bisschen derbe sparen auf der Homepage. Ne? Zum einen habe ich eine Haarmaske oder ja, Haarmaske leer gemacht. Das ist ja meine Lieblingsreihe Cosmic Care. Die lila Reihe, die mag ich wirklich gerne leiden. Und diese Haarmasken sind wirklich toll. Also ja, es gibt böse Zungen, die halt sagen, hast du halt Öl hier drin, kannst du dir auch Olivenöl draufpacken? Nee, es sind schon hochwertigere Öle und ich muss auch wirklich sagen, ich sehe es meinen Haaren an. Heute drehe ich das Video an einem Mittwoch, das heißt, gestern war Dienstag. Dienstags und freitags mache ich immer mir eine Haarkur, ne? Das ist Haarkur und Peeling Day. Das heißt, gestern habe ich die Haarkur drin gehabt. Ich finde, das sieht man halt auch, ne? Am Tag später definitiv, dass die Haare mehr Glanz haben, dass die Haare schöner aussehen. Und ich mag diese Cosmic Care Reihe, weil die halt einfach dafür sorgt, dass meine Haare farbbrillanter sind, dass sie gepflegter aussehen, dass sie auch sich irgendwie geschmeidiger anfühlen und nicht so frizzig durch die Gegend fliegen. Mag ich wirklich gerne. Ich persönlich würde mir die auch tatsächlich nachkaufen. Ne? Also das ist auch eine Kooperation, die ich sehr cool fand, also die ich auch sehr genossen habe, dass wir eine Kooperation hatten. Ist bei euch leider nicht ganz so gut angekommen, wie bei mir tatsächlich. Und ja, also ich mochte oder mag die Produkte. Ich habe auch noch von der Cosmic Care-Reihe ein paar Produkte da, die ich auch definitiv aufbrauchen werde. Das heißt, die werden euch auch noch begegnen. Und die lila Reihe und auch die grüne Reihe, diese Matcha Scrub Geschichte, ne? Compound Peeling Geschichte kann ich euch wirklich voll empfehlen. Ihr könnt wie eigentlich bei fast allen von meinen Kooperationspartnern in so einem Set-Konfigurator euch Sets zusammenstellen. Da könnt ihr generell schon mal ein bisschen sparen und wenn ihr dann noch meinen Code verwendet, ist das Ganze dann halt auch noch mal ein bisschen günstiger. Und ja, meine Kooperationspartner sind in der Regel halt auch tierversuchsfrei. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht irgendein Kooperationspartner generell so von mir, der Tierversuche hat. Nee, also deswegen ist tierversuchsfrei. Ich glaube sogar vegan. Will mich aber nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Hier kommen wir zu einer Reihe, die ich ausprobiert habe, die mir anfangs sehr gut gefallen hat, aber dann irgendwann nicht mehr so gut, weil ich halt wirklich sehr trockene, sehr frizzige Haare davon bekommen habe, die aber gleichzeitig recht schnell nachgefettet haben. Also ich wasche mir eigentlich jeden Abend die Haare, wobei mittlerweile brauche ich das nur noch alle 2 Tage machen. Ja, und dieses Shampoo und dieser Conditioner und auch tatsächlich leider die Maske davon, also die Reihe tatsächlich, hat mir nicht so gut gefallen. Das mochten meine Haare nicht so gerne. Das ist die Peach Perfect Reihe mit Coconut und veganen Protein oder auch Birkenblatt. Ja, mal so, ne?
Ja, das Öl mag ich gerne tatsächlich. Also das Haaröl habe ich ja auch bei mir in Anwendung, wenn meine Haare zu trocken sind. Aber Shampoo und Conditioner mochte ich nicht ganz so gerne leiden. War dann halt auch relativ froh, als sie aufgebraucht waren. Bin auch ehrlich, den Conditioner habe ich auch ein bisschen noch so als Rasiergeschichte verwendet, ne, als Shaving Cream. Und das Shampoo auch ein bisschen für den Körper noch mit, weil das halt nicht so ganz meine Favoriten waren. Würde ich persönlich jetzt für meine trockenen Haare so nicht nochmal verwenden, obwohl das halt eigentlich genau dafür geeignet sein soll. Ne? Jo, ihr habt ja auch gesehen, wir haben hier Kategorien drin. Wir haben jetzt die Kategorie Haare verlassen und kommen jetzt zu der Kategorie Gesichtspflege. Also das ist immer ziemlich umfangreich bei mir und ich liebe Gesichtspflege. Ich finde das so, so wichtig. Also für mich halt auch so eine Sache, wenn ich meine Pflegeroutine durchziehe, pflege ich mich von den Füßen bis zu den Haarspitzen natürlich. Aber das Gesicht bekommt immer eine ganz... das halt ein bisschen intensiver. Deswegen habe ich hier auch immer recht viele Produkte, die ich aufgebraucht habe. Ja, von Dalton habe ich euch ja schon erzählt, dass ich hier den Code aktiv habe. Und da habe ich ein Sachet von dem Enzympeeling leer gemacht, beziehungsweise eigentlich ein paar mehr, aber ne, das ist jetzt mal exemplarisch. Comfort Clean Soft Skin Effect, das ist dieses ja, Puderpeeling. So ein kleines Sachet reicht halt für zwei Anwendungen, ne? Das schneide ich mir halt immer auf und dann nehme ich mir die Hälfte davon unter der Dusche in meine feuchte Handinnenfläche und gebe mir das dann auf mein Gesicht, so und emulgiere das vorsichtig auf, dann schäumt das ein ganz kleines bisschen und dann lasse ich das auch wirklich kurz einwirken. In der Zeit peele ich dann meistens meinen Körper und das sind dann ja auch so 1 bis 3 Minuten. Ne? Und dann kann ich das halt mit Wasser einfach abwaschen, indem ich mich nach hinten unter die Dusche stelle. Ne? Und ich finde, dass diese Art von Peeling meiner sensiblen Haut einfach sehr, sehr gut tut und deswegen empfehle ich euch das auch. Zusätzlich ist hier auch noch das Thema, ihr habt es wahrscheinlich in meinem Video gesehen, wo ich euch ja berichtet habe, welche 5 Inhaltsstoffe man jetzt in der Schwangerschaft am besten nicht verwenden sollte. Dass so Enzympeelings, Milchsäure, Teebaumöl und so gerade meine Kampfgeschichten gegen unreine Haut sind, weil ich kann da aktuell nicht allzu viel gegen machen, weil die Haut das halt nicht haben möchte. Die ist halt noch sensibler. Abgesehen davon habe ich ein kleines Wesen in meinem Bäuchlein drin, was halt jetzt nicht unbedingt möchte, dass Mami sich da irgendwelche krassen Sachen aufs Gesicht knallt, die dann irgendwie vielleicht in den Körper rein könnten. Weiß man halt nicht so genau. Sicher ist besser und deswegen lieber ein Enzympeeling, als dass ich mir da jetzt irgendein Säurepeeling oder so drauf packe. Und ich muss euch sagen, manchmal stehe ich vorm Spiegel und denke mir, oh, jetzt so ein schönes mit Salicylsäure getränktes Anti-Pickel-Patch-Moped oder so ein geiles AHA-Peeling oder so. Nein, Claudinchen, lass da die Finger von. Abgesehen davon haben wir jetzt auch Sommer. Da würde ich eh dazu raten, jetzt keine BHA- oder AHA-Produkte zu verwenden, sondern eher so Enzym-Peelings oder Milchsäure, ne? Ein bisschen mildere Geschichten, weil die Haut ansonsten zu sehr zugänglich für Sonnenschädigung wäre. Das wollen wir alle nicht, ne? Jetzt habe ich ein Reinigungsprodukt fürs Gesicht von Hey Honey ist das, Come Undone. Das hatte ich irgendwo in der Box oder in einem Adventskalender drin. Also es bleibt hier ein Film auf der Haut. Ich habe mir manchmal so Notizen drauf gemacht, ne? Entfernt das Augen-Make-up nicht gut. Also ich persönlich würde es nicht empfehlen. Ich fand es halt irgendwie zu komisch. Ich mache ja Double Cleansing, das heißt, ich verwende normalerweise erst einen abschminkenden Balsam, den ich trocken aufs Gesicht gebe. Dann gehe ich unter Dusche, mache mir dann Reinigungsschaum, Reinigungscleanser, was auch immer, übers Gesicht, ne? Und habe dann ein sauberes Gesicht. Das hier hat halt einfach, weil es dann ja mein zweiter Schritt war in der Double Cleansing Geschichte, so ein Film hinterlassen. Ich fand das irgendwie blöd, weil ich habe mich nicht sauber gefühlt. Ne? Das ist dann natürlich schade. Ja, war nicht so meine Welt. Eigentlich schade. Hey Honey ist ziemlich teuer und bislang fast alle Produkte von Hey Honey haben es bei mir jetzt nicht unbedingt so ins Herz reingeschafft. Ne? Ist schon komisch. Noch ein Dalton-Produkt. Wer hätte das gedacht, ne? Tatsächlich der Reinigungsschaum. Den mochte ich ganz gerne leiden. Premium Clean All Skin Types Reinigungsschaum. Also der ist schön mild. Ne? Habe ich hier irgendwo was hingeschrieben? Nö. Muss ich mich natürlich einfach mal erinnern. Der ist einfach schön mild. Den mochte ich gerne leiden. Der ist leicht formuliert. Also du hast da nicht irgendwelche schädigenden oder zu harten Inhaltsstoffe drin. Das heißt, auch wenn ich jetzt so eine Wunde im Gesicht habe oder so einen aufgeknibbelten Pickel oder so, hast es nicht brennen gehabt. Das finde ich immer ziemlich, ziemlich wichtig. Aber der von Balea mir tut es tatsächlich auch, bin ich ehrlich. Ja,
Genau, also bei Reinigungsprodukten bin ich jetzt nicht so päpstlich, dass ich dann sage, Mensch, da brauche ich jetzt super krasse Inhaltsstoffe. Da würde ich halt auch sagen, komm, da kannst du auch Drogerie nehmen, weil das wäscht du dir eh ab. Es sei denn, wir reden hier von Jepoda The Calm Balm. Zu Jepoda kommen wir gleich noch. Mein absolutes Lieblingsreinigungsprodukt. Da habe ich schon so viel ausprobiert, Leute. So viele andere Reinigungsbalsame. Und ich muss sagen, egal welchen ich ausprobiert habe, ob einer, der doppelt so teuer war von Elemis oder ob das einer war, der halb so günstig war von Revolution oder von Balea. Nee, von Balea gibt es glaube ich keinen, ne? Von Physicians Formula, ich glaube, die haben einen. Jedes Mal habe ich für mich entschieden, nein, der von Jepoda ist einfach das Nonplusultra. Ist tatsächlich so, weil du damit alles runterkriegst. Egal. Reinigungsschaum von Dalton ist klasse. Aber wie gesagt, da tut es auch die aus der Drogerie. Dann kommen wir jetzt, ich gehe da wirklich auch jetzt so Schritt für Schritt, wie ich mein Gesichtspflegegedönsen mache, auch durch. Ne? Toner habe ich zwei verschiedene leer gemacht. Das ist einmal von Laponie. Das Toner Spray Balance and Prep, das habe ich, ich glaube, in der Vegan Beauty Basket oder so drin gehabt. Also in einer sehr natürlichen Box. Und das mochte ich gerne leiden. Das hat ein bisschen gemüffelt. Also manchmal bei diesen Naturkosmetikgeschichten muss man halt sagen, okay, ja, es ist halt irgendwie Natur, da hast du keine Parfümstoffe drin, deswegen hast du halt keine Hautreizung und so, ne? Da musst du das halt abwägen und das in Ordnung finden. Ich fand es in Ordnung und ja, mochte das ganz gerne. Genau, also hier habe ich dann auch zwei verschiedene Schichten. Dann habe ich den auch auf Corfu mitgehabt und später dann leer gemacht von Indie Lee. COQ10 Toner, keine Ahnung, den fand ich mild und gut, den mochte ich gerne leiden. Ich habe den aber auch irgendwo in der Box oder so drin gehabt, den habe ich mir so nicht aktiv gekauft. Ich kann oder ich habe das Glück, dass ich eben durch die verschiedenen Beautyboxen die Möglichkeit habe, auch verschiedenpreisige Produkte auszuprobieren. Andererseits kaufe ich mir auch natürlich in der Drogerie immer wieder Produkte, um sie auszutesten, bekomme von Kooperationspartnern wundervolle Produkte zugeschickt. Ne? Also das ist halt wirklich immer ein bunter Mix bei mir. Das hier, ja, fand ich okay, würde ich jetzt aber nicht irgendwie so sagen, boah, mega geil. Was ich sehr mochte, war der Sprühstoß davon. Also der Sprühkopf, der war gut. Dann habe ich hier von O'Olution Light Up Illuminateur, also quasi ein Brightening Unifying Serum, ein aufhellendes Serum. Es ist eher eine Lotion, also quasi von der Konsistenz nicht so wie ein Serum, ne? Nicht so schon flüssig, aber halt eher wie eine Lotion, so milchig halt auch. Und ich fand es aber gut, also ich mochte das gerne leiden und jo, fand das gut. Aber ich glaube, das ist auch teuer. Weiß ich nicht. Mochte ich aber auf jeden Fall, ne? Da bin ich halt einfach froh, wenn es in der Box drin ist, dass ich es ausprobieren kann. Ich glaube, in der Blissim-Box müsste das drin gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu Jepoda. Da habe ich auch was leer gemacht und ich fissel mir ja die ganze Zeit in der Haare rum. Das Ding ist ja, du hast ja jetzt im Sommer manchmal einfach Bock, die Haare aus dem Gesicht zu nehmen. Aber ich möchte tatsächlich nicht unbedingt, ich möchte ja trotzdem meine Haare offen haben. Wisst ihr, was ich meine? Also vielleicht kann ich mir das demnächst mal fürs Schminken oder so angewöhnen. Auf jeden Fall bekommt man jetzt, wenn man für 69 Euro was bestellt, dieses Haarmoppet, diese Haarklammer bei Jepoda mit dabei. Ne, also ich habe euch das auch mal in der Infobox verlinkt. Das ist jetzt eine aktuelle Aktion eben für den Sommer. Das finde ich ganz nett. Ne? Also für mich wäre das jetzt ohne die Blinkies noch schöner gewesen. Aber ansonsten, ich mag das auch. Ich mag das auch, dass es so gelb ist, weil das hat was von Sommer, Sonne, Sonnenschein. Mag ich gerne leiden. Passt jetzt auch irgendwie, weil ich habe heute so einen grün-gelben Augenlook drauf. Ne? Und ich habe ein grünes Oberteil. Ich habe eine gelbe Haarspange. Was will ich mehr? Die wollte ich euch einfach mal zeigen und jetzt habe ich die Haare nämlich so ein bisschen aus dem Gesicht und irgendwie fühlt sich das freier an. Ich finde es ganz cool. Ja, und ich habe was von Jepoda leer gemacht tatsächlich. Eben durch meine Schwangerschaft habe ich aktuell leider nicht so die Ultra-Möglichkeit, super viel von denen aus dem Shop zu verwenden. Das ist sehr schade, ne? Weil in vielen Dingen sind so geile Inhaltsstoffe wie Bakuchiol, beziehungsweise das natürliche Retinol ist es ja, oder Salicylsäure drin. Das ist aktuell nicht das, was ich verwenden darf, obwohl die richtig geile Produkte mit toller Wirkstoffkosmetik halt haben. Und ja, das ist ja K-Beauty, die jetzt nach Deutschland geholt worden ist, schon vor 2 Jahren, glaube ich, ne? Aber ein Produkt, was ich immer wieder halt verwenden kann und werde, ist hier The Repair Hero. Das ist ein Serum, was immer mal wieder ausverkauft ist, weil es super beliebt ist. Wir haben ja halt die Niacinamide drin, die halt so beruhigen, wir haben, oder entzündungshemmend sind? Warte mal, die beruhigen, ne? Die sind, was? Entzündungshemmend, unberuhigend. Und genau, dann haben wir halt auch verschiedene, ich glaube,
Hyaluronsäure hast du ja auch noch mit dabei und so, ne? Also feuchtigkeitsspendend ist das Produkt halt auch noch und dementsprechend, ja, ein schönes Produkt, ein schönes Serum, was auch relativ lange halten kann bei mir. Also ich trinke sowas gefühlt, ne, weil ich es morgens und abends halt verwende und ich mag es halt gerne. Glasflasche hast du hier unten, Pipette hast du hier oben und ich mag das auch, die Menge, die quasi die Pipette hier rausgibt. Das ist auch immer eine schöne Geschichte, ne? Ja, Claudi30, gibt euch 30% Rabatt bei Jepoda, ne? Also ich mag die Produkte wirklich gerne leiden und finde es so schade, dass ich halt aktuell nicht super viel davon verwenden kann. Aber hey, The Calm Balm, der ist sowieso immer wieder bei mir im Einsatz. Den liebe ich, liebe ich, liebe ich und wie gesagt, für mich das der beste Abschminkbalsam, den ich überhaupt getestet habe. Damit bekommst du halt wirklich alles 1A vom Gesicht runter und das ist echt schön. Bei anderen habe ich halt einfach manchmal, dass ich so Panda-Augen trotzdem nachher noch habe, noch nach dem Duschen oder so, ne? Habe ich bei dem nicht. Aber wir reden über dieses Produkt. The Repair Hero ist ein gutes Produkt. Mag ich gerne leiden. Habe ich irgendwas vergessen? Bifida und B12 habe ich vergessen. Genau, das regeneriert und glättet nämlich auch noch, ist damit bei. Und ja, ist halt auch noch feuchtigkeitsspendend. Also halt wirklich so ein Allrounder, ne? Ist ein geiles Produkt. Ja. Und weil ich halt so auf Hautpflege abfahre, habe ich natürlich drei Kooperationspartner, natürlich im Bereich der Gesichtspflege. Also Dalton habe ich in meinem Repertoire, Liebe, Liebe. Jepoda, Liebe, Liebe. Und ich habe auch Beauty Mates bei mir tatsächlich als Kooperationspartner. Ich mag sie alle so, so gerne. Und jeder hat da so seine eigenen Raffinessen, seine eigenen Sachen, wo ich halt sage, boah, geil. Und da will ich auch nur dieses Produkt von verwenden und so. Ne? Das ist halt echt immer so eine Geschichte. Und ja, deswegen habe ich die alle drei richtig, richtig lieb. Und auch von Beauty Mates habe ich natürlich nicht nur einen Rabattcode, Claudi30, damit könnt ihr 30% sparen, sondern auch ein Produkt leer gemacht, brauche ich aktuell halt wirklich, ne? Anti-Pickel-Booster. Das Gute bei den Boostern von Beauty Mates ist halt, dass sie, das ist ja kein klassisches Serum, sondern ein Booster. Das heißt, die sind viel höher konzentriert als ein Serum. Du brauchst da nur irgendwie 1 bis 3 Tropfen von. Und du kannst die untereinander kombinieren. Ich habe da auch immer bei mir so normalerweise diesen wunderschönen Regenbogen bei mir im Spiegelschrank stehen. Und je nachdem, wonach meine Haut gerade schreit, verwende ich die, kombiniere ich die. Bis zu 3 Booster kannst du kombinieren. Kannst du die pur aufs Gesicht geben, kannst du die in die Creme mit reinmischen, wie du halt möchtest. Wenn du irgendwie auf eine ganz bestimmte Gesichtscreme mega krass abfährst, kannst du die weiterverwenden und einfach einen Booster von Beauty Mates mit reinpacken. Dann hast du die Wirkstoffe aus der Wirkstoffkosmetik von Beauty Mates mit deiner Lieblingscreme vereint. Und dann hast du halt irgendwie Spaß im Leben, ne? Also ich finde es richtig, richtig geil und verwende die Produkte halt auch super, super gerne. Die haben echt tolle Produkte. Und zum Anfang meiner Schwangerschaft haben die natürlich meinen heiligen Gral rausgebracht, den ich auch damals vorab testen durfte, den Retinol-Use-Booster. Ja, dauert nicht mehr lange, dann kann ich natürlich auch dieses Produkt verwenden, habe ich schon bei mir zu Hause stehen, aber jetzt in der Schwangerschaft halt nicht, ne? Okay, also, Anti-Pickel-Booster beinhaltet Vitamin B3, was unser Freund Niacinamid ist, ne? Und Zink. Das Zink ist halt dafür da, um halt so ein bisschen diese Entzündung, ja, wieder zu regenerieren, ne? Also wenn du eine Entzündung hast, diese Rötung und so, möchtest du ja auch, dass die Wunde sich schließt, dass das Ganze, ja, dass die Entzündung halt weggeht und da sind halt Niacinamide und Zink 1A für geeignet. Hier ist auch noch Vitamin C mit dabei, was das Ganze halt auch so ein bisschen aufhellend macht, ne? Also so ein ausgleichendes Gedönsen im Gesicht. Und das sind halt 3 Wirkstoffe, die halt wirklich 1A dafür geeignet sind, um gegen Pickel, gegen Akne, gegen Gedönsen anzukämpfen. Und für mich halt aktuell so ein richtig, richtig wichtiges Produkt. Finde ich genial. Habe ich mir in meine Creme mit reingemischt, in die Hyaluron Cream Boost. Das ist die etwas mildere Variante von den beiden Cremes, die Beauty Mates im Sortiment führt. Und das ist so meine Frühlings-Sommer-Creme, die ich gerne verwende. Zum Winter hin verwende ich die Hyaluron Cream Lift. Die ist etwas reichhaltiger. Und ja, also für meine sehr sensible und trockene Haut ist das halt eine ganz gute Geschichte. Wenn man das in Kombination mit der Creme macht, ne, also mit der Hyaluron Cream Boost, hast du halt
ein Set schon mal gebildet, ne? Das kannst du auch so kaufen und schon mal ein bisschen Geld gespart. Wenn du dann nochmal einen Code mit reingibst, sparst du halt nochmal 30%. Und wenn du sagst, ich möchte aber wirklich nicht nur Anti-Pickel-Set haben, sondern ich möchte eine richtig geile, klare, porenverfeinerte Haut haben, dann nimmst du den Anti-Pickel-Booster, die Hyaluron-Cream-Boost und dann noch den Pore-Minimizer-Booster und hast dann da halt wirklich auch noch die Porenverfeinerung mit dabei, die Pflege und dann halt die Pickel- Dezimierung und hast dann das Pure Skin Set. Heißt es Pure Skin oder Pure Skin Glow? Nee, Pure Skin Set, genau. Und da hast du dann halt den Setpreis und dann nochmal 30% Rabatt von Claudi30. Mega, oder? Also, wenn dir das alles so wir ist, es gibt die Möglichkeit, im Set-Konfigurator dir dein eigenes Set so zusammenzustellen, wie du gerade Bock hast. Je mehr du da halt in dein Set reinpackst, desto günstiger wird das natürlich, ne? Also, desto mehr Rabatt bekommst du. Tob dich aus. Also ich kann es nur empfehlen, für mich ist Beauty Mates einfach eine gute Firma, weil auch hier wieder kein Rampampan in den Produkten drin, das sind wirklich gute Inhaltsstoffe und es macht halt was. Es sind halt Wirkstoffe, ne? Das merkst du halt wirklich. Deswegen geile Geschichte, schöner Kooperationspartner, Beauty Mates, Claudi30, gönnt euch hart. So, ja, ich habe noch mehr aufgebraucht, was Gesichtspflege angeht. Guck die ganze Zeit selber auf die Uhr und denke mir, wow, Claudia, wie lange kann man über Gesichtspflege reden? Und trotzdem habe ich keine perfekte Haut, ey, schön wär's. Okay, dann habe ich hier nämlich eine Creme leer gemacht, die war im Dalton Adventskalender. Übrigens, Dalton ist ja Marine Cosmetics. Ich habe es gar nicht gesagt, ne? Das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben, ich bin Leben, wir kommen aus dem Meer. Ist doch voll super. Und dementsprechend ist es halt natürlich auch alles sehr hautverträglich. So, das ist die Soul-Reihe. Soul ist nochmal so ein bisschen, also es gibt ja die generelle Dalton-Reihe, ne? Das ist diese normale Standard-Reihe und Soul ist nochmal so on top. Das ist nochmal ein bisschen Hardcore-mäßiger unterwegs. Die Harmonizing Cream and Mask habe ich als Nachtcreme verwendet, weil die halt super reichhaltig ist, aber ich mochte die gerne. Ich fand die klasse. Die wäre wahrscheinlich auch super so als Hals- und Dekolleté-Creme geeignet gewesen, ne? Ich habe die halt aufs Gesicht gegeben, nachts, also abends und halt auf den Hals. Dekolleté hat eine eigene Pflege gekriegt. Jo, mochte ich. War schön. Kann man nichts zu sagen. Ram. Dann habe ich von Glossybox die Skincare-Geschichte leer gemacht und zwar den 3-in-1 Moisturizer. Den habe ich tatsächlich verwendet für mein Gesicht und für meinen Körper. Weil erst fürs Gesicht halt, ne, das war mir aber zu wenig, habe ich dann auf den Körper gegeben. Hatte ich von Melly im Adventskalender. Also, ne, das hier ist nämlich von der Konsistenz her eher Lotion-mäßig und weniger halt so reichhaltig und derbe pflegend, wie ich das normal brauche. Aber ihr habt jetzt ja auch meine drei wundervollen Kooperationspartner kennengelernt. Da seht ihr wahrscheinlich, dass ich auch minimal verwöhnt bin. Holla die Waldfee. Okay, so, dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen was, was ich euch einblende. Und zwar habe ich von Dalton die Multitasking-Ampullen. Achso, wir sind jetzt übrigens bei Ampullen und Masken angelangt, ne? Da habe ich das komplette Multitasking-Ampullen-Set mit 5 Ampullen leer gemacht. Ist ganz aufregend, muss man schütteln, weil das unten so eine Art Pulver drin hat. Das ist sehr, sehr hautbildverfeinernd. Und ist jetzt gerade im Sommer total schön, weil das die Haut so ein ganz kleines bisschen mattiert. Finde ich wirklich schön. Dann habe ich die Sleeping Beauty-Ampulle leer gemacht. Das ist eine Ampulle, die man wirklich dann abends verwenden sollte, weil die auch einen gewissen Ölanteil drin hat. Ist aber für mich persönlich mit meiner trockenen Haut richtig geil. Gerade wenn du halt den ganzen Tag pick in der Sonne gelegen hast, gestanden hast, gesessen hast, was auch immer, gönn dir. Ist wirklich schön. Also eigentlich eher so eine Winterampulle, würde ich sagen, aber in Anbetracht der Sonneneinstrahlung ist das eigentlich eine ganz geile Geschichte, weil dann braucht die Haut halt Liebe, Feuchtigkeit, Pflege und da hilft die Ampulle echt krass. Dann habe ich einmal noch aufgebraucht die No Filter Needed Ampulle, die kann man nämlich super als Primer verwenden, was ich da auch gemacht habe, als ich die aufgebraucht habe. Was war das? Weiß auch nicht, Samina. Irgendwas hat gerade gebimmelt. Ich glaube, das war ein Vogel. Findet ihr auch, dass die Vögel mittlerweile irgendwie sich teilweise anhören wie Handys oder Türklingeln? Ich finde es manchmal echt befremdlich. Egal, auf jeden Fall habe ich die No Filter Needed Ampulle als Primer-Ersatz verwendet und mochte die wirklich gerne leiden. Die kannst du auch, also viele der Ampullen von Dalton kannst du dir auch mit dem Ampullensprüher, den gibt es für 4,90 € auch im Shop, auch da kannst du mit Sommer-Claudi 25% Rabatt drauf bekommen. Dann ist das mehr als 1 € günstiger. Krass. Auf jeden Fall
kann man da auch super viele Ampullen reinmachen, wenn man die jetzt nicht auf einmal verwenden möchte, sondern halt über einen Tag oder, ne, dass du morgens und abends das verwendest oder über 2 Tage oder so, dann kannst du das ein bisschen strecken. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee, ne? Und du hast da einfach länger was von. So, dann habe ich noch aufgebraucht. Habe ich jetzt hier auch mal. Kann ich hier auch noch zeigen. Hydrogel, iPads von Dalton. Also einmal hier zu Hause und einmal dann auch unterwegs. Die mag ich einfach gerne leiden. Das sind halt so ganz dünne, die aber wie so ein Riffelgedönsen drauf haben. Also die verrutschen einfach nicht. Ganz tolle Augenpatches, die auch wirklich Feuchtigkeit geben, wenn du nicht lange geschlafen hast. Also ich freue mich darauf zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Zeit irgendwann sein werde, wenn Baby geschlüpft ist und ich dann, also ich, ja, ich freue mich auf die Zeit, wenn ich wenig Schlaf habe. Läuft. Aber wenn ich da die Möglichkeit habe, Dalton zu sagen, Leute, Denise, ich brauche Nachschub, ich sehe aus wie der wandelnde Tod, dann weiß ich, dass diese Augenpatches mir wirklich helfen werden. Und ja, genau, geile Sache. Mag ich gerne leiden, ne? Zack. Zu der Maske kommen wir gleich, weil ich habe hier erstmal noch ein paar andere Augenpatches. Und zwar von Isana die Hydrogel-Augenpads mit Sofortfrische-Effekt mit Koffein. Und Melonenextrakt. Ich darf ja nicht mehr so viel Koffein in mich hineinhauen. Deswegen muss ich das ja von außen drauf packen. Habe ich von Dani übrigens gekriegt. Vielen Dank dafür. Etwas dick, aber gut. Mochte ich gerne leiden, ne? Das waren schon schöne Geschichten. Dann habe ich von How Cosmetics die aufgebraucht. Die sind von außen auch so ein bisschen, also die sind auf der Haut auch wirklich wie so ein Saugnapf. Und von außen sind die so, ich will gerade pelzig sagen, nee, aber so filzig halt irgendwie, ne? Und die kleben halt auch wirklich. Die sind wirklich gut. Kriegt ihr bei Purish. Ich weiß nicht, ob auf How auch gerade noch, doch müsste, ja, ist noch Mai, ne? Claudis Welt 15, Affiliate-Rabattcode, müsste auch jetzt auf How Cosmetics noch gelten, habe ich nämlich sogar in meinem Geburtstagsschminki auch euch mitgezeigt. Habe ich mir gar nicht so aufgeschrieben, weil ich weiß, dass ich die geil finde. Ganz tolle Augenpatches, aber die von Dalton finde ich noch einen Tick besser. Dann habe ich eine Lippenmaske von Yuti aufgebraucht, die Lip Pad Mask. Sowas verwende ich gerne, nachdem ich irgendwie einen Liquid Lipstick verwendet habe oder nachdem ich einen Tag in der Sonne verbracht habe und meine Lippen so aufgesprungen sind oder dies, das, Ananas, halt wenn meine Lippen super krass geschädigt sind, weil wenn ich halt normal, okay, gute Lippen habe, brauche ich das einfach nicht und dann denke ich mir, das braucht doch kein Mensch, habe ich von Dani bekommen. Das Problem bei diesen Lippengedönsen ist halt leider gewesen, hier ist Retinol drin. Meine Haut hat da so hart drauf reagiert, es hat gebrannt. Ich musste die halt direkt abnehmen und ja, das hat meine Haut halt direkt gemerkt, dass es zum einen sich nicht gut anfühlt, also das war halt brennt, und zum anderen, dass ich das eigentlich aktuell gar nicht verwenden sollte, weil wegen Baby. Dann habe ich diverse Masken aufgebraucht. Da habe ich einmal von Balea Med die Ultra Sensitive Tuchmaske verwendet. Die habe ich mir mal selber gekauft, weil ihr mich auch darum gebeten habt, ne? Auch ein bisschen mehr noch aus der Drogerie auszutesten. Ich finde mittlerweile, schreibt mir das auch gleich nachher gerne mal, nachdem ihr das komplett hier gesehen habt, ne? In die Kommentare rein. Ich finde mittlerweile habe ich das schon recht ausgewogen hier, dass hier auch recht viele Drogerieprodukte drin enthalten sind. Okay, ich finde die gut, also beruhigt und ist angenehm. Das Problem dabei war, dass sie relativ schnell ausgetrocknet ist, ne? Also die konnte ich jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde auf dem Gesicht lassen. Hier steht auch drauf, 15 Minuten einwirken lassen. Das ging also vollkommen klar. Aber gerade in diesem Atmenbereich, also quasi hier unter der Nase, trocknete das halt echt schnell aus. Etwas, was aber wirklich nicht so schnell ausgetrocknet ist, ist dieses Produkt von Vamisa. Ich glaube auch Vamisa ist aktuell bei Purish rabattiert, ne? Ich meine nämlich schon. Deep Rich Toner Mask Pack. Das müsste, also auch hier hydratisierend, beruhigend und aufhellend, müsste eigentlich auch in der Purish Box drin enthalten gewesen sein. Ich glaube schon, ne? Kühlt, beruhigt, ist sehr nass, extrem dünn, etwas zu klein. Ich habe halt eine Riesenrübe, was soll ich euch sagen? Bleibt nicht aus. Ja, wobei die meisten Masken sind mir an der Stirn so ein bisschen zu lang, ne? Aber hier unten am Gesicht einfach zu klein. Ich habe ein komisches Gesicht, aber ich mag mein Gesicht. Das ist nett. Dann habe ich hier ein Produkt, Pure Essence Sheet Mask Strawberry von Holika. Holika habe ich auch von Dani bekommen. Die hat mich echt sehr freundlich mit Masken versorgt, was ich echt nett finde.
Fand ich sehr angenehm, war beruhigend, feuchtigkeitsspendend und ich mochte das halt einfach von der Passform her, weil die wieder so schön dünn war. Ich mag halt super gerne diese dünnen dünnen Tuchmasken oder eben, wenn die halt so hydrogelmäßig sind, ne? Das ist einfach voll meine Welt, weil das einfach besser funktioniert. Ich habe gerade am Anfang meiner YouTube-Zeit halt auch viele Masken so ausprobiert, die etwas dicker vom Vlies her waren, weil das einfach noch nicht ganz so ausgereift war bei den meisten oder bei vielen Maskenherstellern, ne? Und die halt erstmal von den ganzen Koreanern und so lernen mussten. Aber auch Isana hat gelernt, denn damals weiß ich noch, ich habe echt viele Isana-Tuchmasken lieben wollen. Die waren viel zu dick. Das war ganz furchtbar. Die hier fand ich aber gut. Das ist die Butterfly-Tuchmaske, intensive Feuchtigkeit, rambampam. War wie so eine pflegende Lotion. Auch die habe ich übrigens von Dani bekommen. Müsste ich euch auch letztes Mal, glaube ich, schon im Aufgebraucht-Video gezeigt haben. Telefon? Aha. Mochte ich übrigens sehr gerne. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja. Danke, Dan. Sehr geil. Dann habe ich hier, ich glaube, aus Trashosaurus mir rausgenommen von Honey und Honey. Nicht Honey und Nani. White Intensive Snail Mask Pack. Repair and Moisture Care. Und da scheint wirklich Schneckengedönsen drin zu sein. Ne? Hatte eine sehr gute Pflege. Mochte ich gerne leiden. Fand ich cool. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir wirklich eine Schnecke übers Gesicht gelaufen ist, steht da nicht vielleicht irgendwas mit vegan drauf? Nein. Schade. fand ich auf jeden Fall wirklich angenehm pflegend. Ja, meine Lieblingsmaske, ne, ist von Dalton, die Hydrogelmaske. Die habe ich zweimal aufgebraucht in Korfu. Das war einmal während des Lives, was wir da ja dann auf dieser wunderschönen Dachterrasse auch gedreht haben. So, so schön. Und einmal habe ich die dann auch für mich nach diesem Bootstrip halt direkt im Hotelzimmer verwendet. Oh, so schön. Das ist so eine Saugnapfmaske, die dir einfach Liebe gibt und die einfach so gut tut. Also fand ich richtig schön. Ja, Lieblingsmaske ist und bleibt einfach ein richtig geiles Zeug. Am besten im Kühlschrank aufbewahren, gerade jetzt bei den Temperaturen, ne? Ja, ich könnte schwärmen. Dann habe ich hier eine Maske verwendet von Dalton. Ich hoffe, dass ich sie verwenden durfte, aber ich habe da jetzt nichts drin gelesen, was ich nicht hätte verwenden dürfen. Und zwar ist es eigentlich eine der neueren Geschichten und auch eine der günstigeren Masken, die Dalton halt im Sortiment hat. Für unreine Haut ist das die Clear Skin Mask. Und ja, die ist einfach auch eine gute Geschichte. Ne? Die macht halt auch so eine reine Geschichte. Du siehst aus wie der Hulk, höchstpersönlich, weil sie grün ist. Das liebe ich ja immer wieder, weil jetzt habe ich mir auch immer angewöhnt, dass ich abends, nachdem ich duschen war, mir dann ja auch eine Maske drauf mache und mich dann eincreme, außer den Rücken. Dann gehe ich halt ins Wohnzimmer und dann cremt mein Freund mir halt immer den Rücken ein, weil ich komme jetzt ja auch nicht mehr bei und jetzt bin ich ja auch ein hilfebedürftiger Mensch. Und immer wenn ich dann halt so eine fancy Tuchmaske auf dem Gesicht habe, lacht er sich kaputt. Und ich glaube, bei dieser hat er gesagt, dass ich schimmelig aussehe. Große Liebe bei uns, ich sag's euch. Ja, auf jeden Fall mag ich die gerne. Ich glaube, ich mache die heute Abend auch nochmal. Aber wie gesagt, ich habe da eigentlich, genau, weil hier hast du nämlich das Teebaumöl mit dabei. Und ja gut, Sodium Salicylate. Das könnte Salicylsäure sein, oder? Ah, vielleicht einfach mal in den sauren Apfel beißen und ich weiß es nicht. Da. Ja, ich finde die nämlich eigentlich gut. Ja, ich mache jetzt jeden Morgen mir auch immer eine Gesichtsmaske und da nehme ich halt keine Tuchmaske, sondern eine Crememaske. Und ja, einfach um meine Crememasken halt auch irgendwie aufzubrauchen und gleichzeitig ist es eine ganz coole Geschichte. Also morgens, ne, Gesicht waschen, Gesichtsmaske drauf machen und dann Zähne putzen. Und während ich die Zähne putze, wirkt das Moped halt ein. So. Und das funktioniert wirklich gut. Kann ich euch volle Elle empfehlen. Ist wirklich schön. Danach fühlt man sich sehr, sehr gereinigt. Etwas, was ich dann halt in Kombination damit verwendet habe, ist diese Augenmaske von Mud Maski. Die war immer mal wieder in Beautyboxen drin. Und ich liebe dieses Vieh. Das ist halt so glättend und plumping. Also macht halt wirklich plump meine geknitterte Augenhaut auf. Das macht halt irgendwie alles wieder fresh und lässt mich wirklich gut aussehen. Geil. Also wenn ich das irgendwo finde und irgendwo günstig halt, ne, dann hole ich mir das, weil für 49 Tacken kaufe ich mir das nicht. Aber mag ich halt. Und die letzte Maske, die ich aufgebraucht habe, ist die Rose Face Mask von Fresh. Die ist mit Infused with Real Rose Petals. Also du hast da wirklich echte Rosenblätter drin gehabt. Das sah ein bisschen aus wie Bio-Abfall mit Glibber im Gesicht.
also sah nicht schön aus, ne? Ja, ich fand die erfrischend, ich mochte die gerne leihen, die roch auch wirklich, wirklich schön, aber die sah halt wirklich sehr merkwürdig aus. Wirklich. Und wenn ich dann in Kombi dazu noch halt diese Mutmaske, die Augengedönsen drauf hatte, ne? Sah ich erst echt aus, als wäre ich mit dem Kopf in den Biomülleimer gedimmt. ist wie es ist. Das ist übrigens ein super leckerer Fencheltee in kalt. Ich trinke ja aktuell alles an Tee kalt. Literweise. Jeden Tag. Aber Fencheltee hilft halt, ne? Weil ich habe super viel Bauchschmerzen. Ihr seht es in den Videos ja nicht wirklich, aber ich habe wirklich enorm krasse Schmerzen. Meine Mutterbänder dehnen sich wie Sau. Und ich habe wirklich viel Bauchschmerzen. Das ist tatsächlich echt so ein Ding. Und deswegen gönne ich mir die ganze Zeit auch Tee. Also ich glaube, ihr kommt damit klar. Wir machen jetzt auch weiter mit dekorativer Kosmetik und da habe ich zuallererst zwei Parfümproben aufgebraucht, wo ich beide richtig geil finde. Dieses Jahr sammle ich auch wieder meine gesamte aufgebrauchte dekorative Kosmetik, um sie euch am Ende des Jahres zu zeigen. Ich bin dann auch selber so ein bisschen schockiert, wenn ich sehe, was ich überhaupt wirklich alles aufbrauche, weil ich bin doch fleißig. Hier habe ich von Marc Jacobs dieses Perfect. Also ich habe mir heute die letzten Spritzer davon draufgegeben. Das ist so ein schöner, pudriger, geiler, blumiger Duft. Also den finde ich richtig, richtig geil. Ich habe noch einiges an Parfums da. Sonst würde ich mir den auf jeden Fall wünschen von meiner Mom wahrscheinlich. Weil meine Mama jedes Mal, wenn sie mir was schenken möchte, sehr pädagogisch wertvoll, mir nicht unbedingt einen Gutschein schenken möchte, sondern irgendwas, was ich anpacken kann. Bestenfalls wünsche ich mir auch noch ein Buch. Deswegen hat sie sich umso mehr gefreut, dass ich ja mein eigenes Buch über Sammy rausgebracht habe. An dieser Stelle noch ein bisschen Eigenwerbung. Okay, komm, wir machen das jetzt mal. Sammy endlich ankommen, gibt es im Pelletier Verlag, könnt ihr dort kaufen und würdet mich da sehr mit supporten. Und schaut da auf jeden Fall euch gerne im Pelletier Verlag Shop um. Da gibt es super viele weitere schöne Bücher, die man entdecken kann, die von anderen Autoren geschrieben worden sind. Aber auf jeden Fall mein Buch mit in den Warenkorb packen. Ich würde mich mega freuen. Ich habe sehr viel Herzblut reingesteckt. Es ist nicht nur ein rosarotes Buch, sondern da sind halt auch tatsächlich sehr traurige Passagen drin enthalten. Weswegen ich es nicht unbedingt als Kinderbuch bezeichnen würde. Also es ist schon ein Jugend- und Erwachsenenbuch, ne? Weil ich glaube, dass Sammys Vergangenheit auch nicht unbedingt allzu positiv war. Und ja, da habe ich das einfach mal aufgeschrieben. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Würde mich mega über euren Support freuen. Und wenn ihr bis hierhin sowieso zugeschaut habt, dann seid ihr eh ein mega treuer Zuschauer, Leute. Zieht euch das mal rein. Und jetzt geht's weiter. Geiles Parfum, finde ich richtig geil. Packe ich mir auch zur Seite und vielleicht wünsche ich mir das zu Weihnachten oder so. Mal gucken. Vielleicht wünsche ich mir aber auch dieses hier. Das hatten wir in der Blissim-Box, glaube ich, als Probe drin, ne? Dieses Alien Goddess. Och, riecht das geil. Das hat auch so was richtig Süßes. Kommt da noch ein bisschen, ne? Oh, hat aber auch was leicht Zitrisches, was ich eigentlich nicht so gerne mag. Aber in dieser Kombination ist das so mega geil. Also ein ganz toller Frühlingsduft. Und beide Düfte halten wirklich lange am Körper. Also bei mir auf jeden Fall. Und das finde ich so schön. Das machen nicht viele Düfte. Und ich mag aktuell wirklich auch nicht jeden Duft. Ich bin da extrem wählerisch. Also viele Lieblingsparfums habe ich weitergegeben an meine Freundinnen und so, weil ich gesagt habe, ich kann sie aktuell einfach nicht haben. Und was soll ich die dann jetzt irgendwie monatelang bei mir im Regal stehen haben, wenn sich da jemand anders drüber freut, ne? Das riecht aber auch wirklich geil. Es hat aber eher was Süßlicheres. Also zu, ne, im Vergleich zu diesem von hier, wie heißt der jetzt hier? Von dem Marc, ne? Marc Jacobs, ist das hier noch ein Stückchen süßer, aber gleichzeitig auch ein bisschen schwerer. Also schon geil. Schon geil. So ab und an sollte man halt wirklich mal so durch seine Beauty-Schwämme durchgehen. Ich mache das halt jetzt wirklich auch vermehrt, dass ich dann auch zum Ende des Monats ein oder sogar zwei Schwämmchen aussortiere, weil ich einfach selber merke, da ist schon Bedarf, da mal durchzugehen, ne? Die beiden habe ich jetzt aussortiert. Ich liebe sie beide. Von beiden habe ich jetzt auch neue. Luvia Cosmetics meets Maxime Giacomo. Ihr seht selber die Farbe, ne? Der war mal rosa und ich habe auch eben tatsächlich, als ich die neuen Schwämmchen, die ich mir von Rossmann bestellt habe, in meine Alex-Kommode einsortiert habe, habe ich den daneben gehalten. Der ist so viel geschrumpft. Der ist so, so geschrumpft. Die Ecken sind rund geworden. Der ist halt auch nicht mehr so nicey-picey. Und weil ich den halt auch in der Waschmaschine immer schmeiße, klar, in einem Wäschenetz, aber trotzdem, ne, sind da, glaube ich, auch recht viele Haare drin. Egal.
ist jetzt aussortiert. Genauso geht es auch diesem hier von Luvia mit Crash oder Luisa Crash. Und der ist auch rissig. Eigentlich ist der gar nicht so verkehrt, aber irgendwie, nee, der ist rissig, der hat abgerundete Ecken, der ist nicht mehr so vertrauenswürdig und dann muss man die halt gehen lassen. Normalerweise sagt man, glaube ich, extrem krass, sagt man wirklich, ne? Wenn halt nicht du deine, also wenn, na halt so reden, wenn du deine Schwämmchen nicht wirklich direkt nach jedem Schminken waschen würdest, inklusive Waschmaschine und so weiter, dann wird empfohlen, nach täglicher Benutzung und so, ne, so ein Schwämmchen nach 6 Wochen auszusortieren. Ist krass, ich weiß. Macht keiner, ne? Nee. Sollte man aber, weil Hygiene, Bakterien, Gesicht, Pickel, Unreinheiten, IBA. Eine Mascara habe ich auch aufgebraucht, leer gemacht, wie auch immer. Mascaren sind bei mir so ungefähr 1 Monat bis 6 Wochen in Gebrauch. Da hatte ich jetzt hier von Benefit die Roller Lash in einer kleinen Größe drin. Mag ich wirklich gerne leiden. Das hat ein bananenförmiges Gummibürstchen, was die Wimpern schön trennt, wirklich toll aussehen lässt. Gleichzeitig aber auch bei mir Länge und Definition gibt. Ist eine schöne Mascara, die ich euch wirklich wärmsten Herzens empfehlen kann. Ist in vielen Adventskalendern oder Beautyboxen auch immer wieder zu finden. Und ich musste sie mir bislang noch nie wieder nachkaufen, weil ich die immer wieder irgendwo mit bei hatte. Ne? Und deswegen, ja, geile Mascara. Würde ich aber tatsächlich, hätte ich keine Mascara mehr hier, was irgendwann niemals vorkommen wird, würde ich mir nachkaufen. Auch wenn die Sacken teuer ist, aber die ist schon geil. Ne? Dann habe ich ein, ja, das fand ich schade, das habe ich nicht wirklich aufgebraucht. Ihr seht es wahrscheinlich, hier ist noch irgendwie die Hälfte oder ein Drittel drin, aber das ist so fest geworden. Ich habe das halt wirklich jede Woche verwendet und dann irgendwann konnte ich es nicht mehr auftragen. Von Essence Anti-Split Base Coat Nail Sealer ist sehr, 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 sehr gut gewesen, weil das meine Nägel wirklich davor bewahrt hat, weiter zu reißen, weiter zu brechen. Ich hatte wirklich splittrige Nägel und das hat mir wirklich gut geholfen. Problem ist aber wirklich, bei jeder Woche Anwendung, dass das, also du kannst ja nur die Hälfte des Produktes verwenden. Das fand ich wirklich schade, auch wenn es ein günstiges Produkt ist, ne? Naja, muss jeder für sich selber entscheiden. Man könnte es natürlich noch irgendwie reaktivieren. Leute, ich habe das schon mal irgendwie ausprobiert, auch so mit Nagellackentferner reinträufeln und so. Das ist bei mir immer katastrophal geworden, deswegen lasse ich das einfach. Genau. Und hier habe ich dann letztendlich versucht, da noch was rauszukriegen. Ich kriege da wirklich nichts mehr vernünftig auf den Nagel drauf, deswegen... Oh, Schatz, sie ist weg. Deswegen ist das jetzt halt einfach für mich aufgebraucht, weil ich kriege da nichts mehr raus. Dann habe ich etwas wirklich komplett aufgebraucht und zwar von Becker ist das hier. Backlight Priming Filter, das ist ja so eine ja, größere Probe oder ist das eine Originalgröße? Weiß ich nicht, 15 Milliliter nicht. Ich glaube normalerweise haben die ja 30 oder so. Ne? Das war in einem Adventskalender auch drin. Mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Sehr, sehr gerne. Wirklich. Aber falls ihr einen würdigen Ersatz für diesen Becker Backlight Priming Filter haben möchtet, das ist ja eher so in dem Bereich Richtung Gold oder bräunlich vom Schimmer her, ne, ist ein toller Primer, kann ich euch von Nabla den neuen Primer, den Aura Angel Aura Primer empfehlen. Das ist ein guter Primer, eine gute Alternative dazu. Ist bei Purish verfügbar. Claudis Welt 15 gilt auch aktuell auf den neuen Nabla Primer. Meiner Meinung nach tatsächlich ein guter Nachfolger, ein gutes Dupe dazu, weil der halt nicht diesen lila Schimmer mit drin hat, sondern eher diesen etwas bräunlicheren, ins Kupfer gehenden Schimmer. Wisst ihr, was ich meine? Ansonsten habt ihr ja bei diesen lila Schimmergeschichten die Möglichkeit, euch den von Love anzugucken oder den von How Cosmetics. Die müsst es auch beide bei Purish tatsächlich geben und von How Cosmetics auch tatsächlich das Pearl Shine Elixier auch rabattiert aktuell mit Claudis Welt 15. Aber falls ihr da halt auch so verliebt seid wie ich, es gibt da tatsächlich Möglichkeiten, sich dann noch Alternativen zu anzuschauen. So, und das letzte dekorative Kosmetikprodukt, was ich aufgebraucht habe, ist eher dekorative Kosmetik im weitesten Sinne, weil Nagelpflege gebe ich mir jeden Abend auf die Fußnägel. So ein Produkt ist von LCN Nail Care, Water Gel Care and Cure. Das ist so ein, ja, Serum für die Nägel gewesen. Wie gesagt, habe ich auf die Fußnägel gegeben. Sowas hilft mir einfach, dass meine sehr runden Nägel nicht so schnell einwachsen. Da habe ich echt Probleme mit eingewachsenen Fußnägeln oder eingewachsenen Nägeln allgemein. Bei den Fingernägeln eher weniger, aber bei den Füßen ist echt böse. Wurde ich auch schon zweimal dran operiert in meiner Jugend. Ist nicht schön. Mittlerweile weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Und sowas hilft mir auf jeden Fall. Und jo.
fand ich gut. Würde ich mir jetzt, dieses hier würde ich mir wahrscheinlich eher weniger nachkaufen. Ich mag das von Essence auch sehr, sehr gerne, was die ja im Standardsortiment drin haben, ne? Ja, mochte ich wohl. Jetzt habe ich noch ein bisschen was, und zwar Körpersauber. Körpersauber ist immer wichtig, weil sonst stinkt man. Ich habe nachher auch noch was, also bei Körpersauber ist auch was gegen Stinky mit dabei, ne? Zuallererst sollte man aber natürlich damit anfangen, dass man seinen Körper wäscht und duscht. Ich habe jetzt hier was ausprobiert, das war von Jungglück im Adventskalender, so ein Duschstück drin. Das fand ich blöd. Das fand ich wirklich blöd. Das war zu natürlich, gibt's das, bröckelt auseinander. Wirklich. Ich meine, das war auch nur so ein kleines Moped, aber das war so leicht gepresst, fand ich furchtbar. Mochte ich nicht leiden. Nee. Dann habe ich mir von Douglas Home Spa dieses gegönnt. Oh Gott, war das geil. War im Adventskalender drin. Gönnt euch das, wenn ihr das zu Hause habt und genauso verrückt seid wie ich, gönnt euch das. Leilani Bliss, Enjoy the Tropical Island Feeling mit Ylang Ylang und Tiare Flower. Hat das geil gerochen. Das wird ja, glaube ich, verglichen mit dem Ritual of Sakura. Nee, riecht viel geiler. Riecht so geil nach Sommer. Ich muss mir das, wenn ich habe noch so viel Duschgel, müsste ich mir theoretisch in groß nachkaufen, weil ich das so geil fand. Ich hatte das auch mit auf Corfu. Und da habe ich das erste Mal verwendet und mir gedacht, wow, was ist das für ein geiler Duft. Mega geil. Wahnsinnig guter Duft, habe ich auch drauf geschrieben. Sommer pur, auf jeden Fall. Da gibt es aus der Reihe bestimmt noch weitere Produkte, ne? Boah, das riecht so gut. Das riecht einfach nach Sonnencreme mit Blumen. Oh, mag ich richtig gerne leiden. Also das ist ein ganz, ganz toller Duft. Also, ne, Douglas Home Spa Leilani Bliss, mega geil. Und wenn das Duschen nicht hilft, dann nimmt man halt Deo. Ich verwende ehrlich gesagt gar nicht mehr so super häufig Deo. Ich schwitze zwar, ne, auch gerade jetzt bestimmt habe ich hier so eine schöne CD. Nö, geht. Geht wirklich vollkommen klar. Super. Ich schwitze, aber ich stinke nicht. Obwohl man ja sagt, in der Schwangerschaft stinkt man mehr. Habe ich irgendwie nicht das Problem. Trotzdem. 8x4, das sind die geilsten Deos, finde ich persönlich, ne, die ich in letzter Zeit so ausprobiert habe. Habe ich jetzt aktuell auch das Orangen in Anwendung, mag ich auch ganz gerne. Das ist jetzt das Nummer 4. Vibrant Flower. Riecht sehr, sehr geil. Kehrmüll, also milde Kehre. Läuft. Ja, genau. Wisst ihr Bescheid, ne? Mag ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne leiden. Schön. Wirklich schön. Kann man sich mal angucken. Hier habe ich was gekriegt. Das ist halt auch so eins meiner Lieblingsprodukte, ne? Kneipp verwöhntes Cremeöl-Peeling mit Kamille und Argan habe ich von Melli bekommen und ich liebe es. Das ist so ein geiles Produkt. Kann man sich auf zwei Anwendungen aufteilen. Es ist einfach ultra, ultra geil. Weil du musst dich theoretisch, es sei denn, du bist eine Trockenpflaume wie ich, musst du dich da nicht mehr nach eincremen, ne? Aber ich mache es halt trotzdem. Ich finde, das ist so schön. Das ist ein Zuckerpeeling, was die Haut total schön peelt. Also ein schönes mechanisches Peeling. Oh, ich mag es einfach gerne. Kann ich euch wirklich voll empfehlen. Aber holt euch das nicht in diesen Einmal-Sachets, sondern holt euch das in wirklich diesen großen Pötten. Das ist nicht nur günstiger auf die Menge gerechnet, sondern halt auch nachhaltiger. Aber ne, so ist es halt manchmal auch in Beautyboxen drin. Und ja, ne? Mag ich sehr gerne. So, und jetzt sind wir beim Eincremen, denn mein Körper braucht Liebe, mein Körper möchte gerne eingecremt werden und das mache ich auch. Da fange ich bei den Händen an. Handcreme verwende ich wirklich häufig, habe ich überall rumstehen, aber ich verwende wirklich, wenn ich meine Hände eincreme, nicht allzu viel, weil ich mag es nicht, wenn ich irgendwo dran packe und dann hast du überall so Fettflecken. Mag ich nicht. Klar, wenn ich abends im Bett liege, yay, und ne, schlafen gehe, dann mache ich mir da nichts draus, aber also dann kann ich da auch ein bisschen mehr von nehmen. Naja, hier habe ich von Santé Nature Cosmetics die Express Handcreme mit Bio-Mandelöl und weißer Tonerde. Die mag ich gar nicht leiden, die stinkt. Mochte ich echt nicht. Also ich habe da super viel von aufgebraucht. Ich glaube, hier unten ist noch ein bisschen was drin. Das habe ich dann jetzt einfach mal in die Aufgebrauchkiste gepackt, weil es reicht mir mit diesem Produkt. Möchte ich auch nicht in die Flopkiste packen, weil ich es ja fast aufgebraucht, oder? Ich glaube, das lassen wir mir mal durchgehen. Mag ich nicht den Duft. Nee, war echt nicht meine Welt. Also da gibt es definitiv bessere Duftrichtungen. Ich bin ja eh schon so ein Eincreme-Mensch, ne? Ich liebe es, in Creme zu baden gefühlt. Aber jetzt, wo ich schwanger bin, geht die Party noch ein bisschen härter ab, weil ich jetzt ja noch einen weiteren Schritt integriert habe. Und zwar ist es das Öl.
auch hier haben wir jetzt nicht den allergeilsten Duft der Welt drin gehabt, aber es ist schon, spektakulär. Super teures Produkt gewesen von Monius Bar Sandalwood and Lemon Bath and Body Oil. Hätte man mit duschen können, habe ich jetzt einfach zum Eincremen von den Knien bis kurz unter die Brust verwendet, weil die Hoopies habe ich meistens mit was anderem eingecremt. Fand ich gut, mochte ich gerne leiden. Hat natürlich irgendwann so ein bisschen gesifft, aber nicht so viel wie andere Ölverpackungen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also das mochte ich gerne leiden. Ist aber irgendwie 50 Euro oder so ein Kram. Super teuer. Nee, da hole ich mir lieber einfach die klassischen Geschichten aus der Drogerie oder so. Ich habe jetzt auch von Dalton eins da, was ich einfach mal ausprobieren wollte, aber nee, jetzt erstmal so ein paar andere, ne? Bis ich nochmal Geldbeutel schonen und dann können wir auch mal wieder über High-End-Bodyöle reden, aber jetzt erstmal ganz entspannt. Dann hatte ich hier auch so eine Happy Cream irgendwo mit dabei, die ich auch ganz gut fand, mochte ich gerne leiden. Die war so ein bisschen fester, habe ich für die Füße verwendet. Der Duft ist halt natürlich, ne? Was willst du da groß zu sagen? Ja, stinkt halt irgendwie in Anführungsstrichen. Also nicht jeder mag ja diesen Shea-Butter-Duft. Achso, der Deckel kommt, der kommt weg. Ich weiß gar nicht, wo ich das mit bei hatte, aber auch das war halt nicht günstig. Hier hast du alles in Bio-Qualität, ne? Shea-Butter, Arganöl, Jojobaöl, Traubenkernöl und Bienenwachs drin. Für Gesicht, Körper, Lippen, Hände, trockene Hand, Hautstellen und vieles mehr. Füße? Ja. Claudia hat hier aber Füße gepackt. Vollkommen in Ordnung. Dann habe ich das hier verwendet, das habe ich für die Hoopies verwendet, siehste. I love it, I like it, Rose Face Milk, Nourishing, halt nährend, ne? Nährend können meine Hoopies auch gebrauchen. Ja, vegan, cruelty free, mochte ich gerne leiden. War gut für meine Hoopies, habe ich mir drauf geschrieben. Dementsprechend beschwere ich mich nicht, das ist Glas. Das kommt in Restmüll oder halt in Glas. Ne? Da haben wir auch die Möglichkeit, zum Glascontainer zu gehen. Das hier war mal eine ganz interessante Kiste von Balea, das Beauty Expert Body Creme Gel mit 5% Niacinamin. Das fand ich echt gut. Also es hat natürlich ein bisschen geklebt, ne, weil es halt diese gelige Konsistenz war. Aber ich kann mir das gerade jetzt im Sommer, also ich habe das jetzt nicht verwendet, als es so heiß war, aber ich könnte mir das jetzt super so nach einem Sonnenbaden vorstellen, weil natürlich diese Niacinamide und auch die Konsistenz von dem Produkt an sich so diese hautberuhigenden Eigenschaften haben. Ne? Also dementsprechend, das gibt es jetzt aktuell in der Drogerie, das ist ja so eine neue Reihe, diese Beauty-Export-Geschichte. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ist echt cool. Ja, stärkt die natürliche Hautbarriere, verfeinert und glättet das Hautbild. Ich finde schon, dass meine Haut auch bei der Anwendung echt besser damit ausgesehen hat. Ich hatte halt manchmal das Problem, dass es so ein bisschen krümelig geworden ist, wenn ich irgendwelche Fussel noch auf dem Körper hatte. Weiß ich nicht. Bei manchen Cremes habe ich das Gefühl irgendwie mehr, dass meine Haut fusselig ist. Kennt ihr das? Und dann habt ihr so, das ist so dunkel dann, ne? Kommt das dann vom Handtuch? Weiß ich nicht. Warum bin ich dann so fusselig? Keine Ahnung. Fand ich aber auf jeden Fall cool, würde ich mir auch nachkaufen. Des Weiteren habe ich auch ein After-Sun-Produkt von Dalton aufgebraucht. Habe ich halt dort vor Ort bekommen und habe ich dann hier zu Hause aufgebraucht. Das ging ruckzuck, weil das so ein schönes Teil ist. Wow, also das ist halt auch richtig gut in meine Haut eingezogen und war wirklich gut. Ja, und ich habe das auch nicht sparsam verwendet, bin ich auch ehrlich. Das ist Suncare, diese Body Lotion After Sun, die ist wirklich sehr hautberuhigend, hat tolle Inhaltsstoffe. Mochte ich gerne leiden. Ist die besser als die von Balea? Ja, ist die, weil Fliegevieh, weil die nicht so klebrig wird tatsächlich, sondern richtig schön einzieht. Ist sie das, was sie mehr kostet, dann wert? Das ist ja quasi das Zehnfache, ne? Kannst du dir auch von Balea dir holen, ja schon. Aber trotzdem ist die schön. Trotzdem ist die schön. Also ich fand, also ich habe das genossen. Ich habe es wirklich genossen. Und ich mochte die auch gerne leihen. Doch, ne? Ja. So, dann habe ich hier noch etwas. Das müsste ich auch in der Box drin gehabt haben, in der Vegan Beauty Basket, glaube ich auch. Also ich glaube, vieles aus der Vegan Beauty Basket habe ich hier auch immer wieder in Anwendung. Ne? Bio, Lavida, Salzburg, Traube und Melissa, das ist eine Body Cream. Die war auch richtig schön, weil die von der Konsistenz sehr seidig war und halt auch ein ganz tolles, gepflegtes, genährtes Hautgefühl hinterlassen hat. Also das war halt richtig nährend. Das mochte ich gerne, aber ohne so fettend zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Weil die Konsistenz von der Creme an sich so seidig war. Ist, glaube ich, auch eine recht hochwertige Geschichte, weil wir hier unten auch einen Glastiegel haben. Qualitätsvermutungseffekt ist auf jeden Fall am Start. Und ich mochte den Duft, weil er sehr mild war. Wirklich sehr mild. Cremig, leicht so traubenmäßig, aber halt jetzt auch nicht irgendwie überlagert, überladen. Mochte ich gerne.
schon eine schöne Geschichte gewesen. Ja, und jetzt, wo wir schon bei gut duftenden Sachen waren und uns gut duftend eingecremt haben, fragen wir uns erstmal, was Monsieur da macht. Sammy, hast du gleich deine Pfote aufgegessen? Ja, das Problem bei Sammy ist halt wirklich, wir haben viele dieses Jahr und letztes Jahr hatten die das auch schon, ne? Grasmilben. Und das geht dann halt in die Pfoten von den Hunden. Jeden Abend machen wir auch so ein Spray auf Sammys Füße. Man kann das auch mit dem Shampoo machen. Wir versuchen es jetzt mal mit dem Spray. Letztes Jahr hat das mit dem Shampoo gut funktioniert, aber Sammy hasst halt Duschen und Wasser. Und deswegen leckt er sich halt immer gerne die Pfoten, ne? Schwierig. Okay, wir wollten jetzt zu Raumdüften kommen. Da ist ja normalerweise ein bisschen mehr hier, was ich euch zeige. Aber wir haben jetzt einfach gerade relativ warme Temperaturen. Das heißt, ich habe auch keine Duftkerzen oder so verwendet. Aber unser Freund im Badezimmer, der sprüht immer noch fleißig vor sich hin. Da habe ich jetzt hier von Airwick diese, was ist das denn hier? Wie hieß denn die Sorte, Sammy, sag mal? Wie hieß? Sandelholz und weiße Lilie. Genau, das hat er leer gemacht. Das mochte ich gerne leiden. Das war halt so ein leicht holziger Duft, aber gleichzeitig blumig. Also traf halt genau die beiden Geschmäcker von meinem Freund und mir. Ich will jetzt nochmal dran riechen. Was ist das denn hier? Wenn ich... Hallo? Oh. Ja. Ja, das riecht halt im Prinzip so, als wären mein Freund und ich gleichzeitig im Bad gewesen und hätten gleichzeitig Deo verwendet. Das riecht genauso. Witzig. Ja, als hätte Claudi ihr 8x4 verwendet und mein Freund dann gleichzeitig mit seinem Axt dagegen gesprüht. Richtig gut. So, jetzt kommen wir zu Dies, das Ananas. Dies, das Ananas ist bei mir immer sehr prall gefüllt, um das mal so zu sagen. Manchmal ist es aber auch recht leer. Diesmal haben wir doch ganz viel hier drin, weil Dies, das Ananas ist immer viel. Also viel unterschiedliche Kategorien werden bedient. Als erstes fange ich mal mit etwas an, wo ich mir natürlich einen Zettel geschrieben habe. Die Fascino Softbund Strumpfhose hatte ich auf dem zweiten Abend an, als wir von Dalton unterwegs waren und essen waren, als wir in dem wunderschönen Restaurant Flora waren, kann ich euch nur empfehlen. Geiles Restaurant, geiler Typ, der dieses Restaurant leitet, der ist einfach super witzig. Diese Strumpfhose hat mir gezeigt, dass ich definitiv mittlerweile Strumpfhosen für Schwangere brauche, denn ich saß neben Amelie und Amelie hat mir dann irgendwann im Laufe des Abends meine Strumpfhose aufschneiden müssen. Denn ich konnte nie mehr, das tat so weh. Ja, definitiv. Also das ist vielleicht ein Softbund, ja, mag alles sein, aber nicht für Schwangere geeignet. Also da, ne, sollte man vielleicht drüber nachdenken, jedenfalls nicht im vierten Monat. Deswegen, ja, genau, ist jetzt aber leer. Etwas, was halt auch in diese Reihe reinpasst, sind diese Facel Menstruationswärmepflaster. Die kannst du bei Menstruation verwenden, die kannst du aber auch verwenden, wenn du Bauchweh hast, wenn du schwanger bist oder generell, wenn du Bauchweh hast. Ist halt wie ein Wärmepflaster, nur halt nicht so super krass doll, dass du denkst, deine Haut würde abfallen vor lauter Brennerei, sondern es ist halt eine angenehme Wärme. Und das klebst du dir direkt auf den Bauch, also auf die Haut drauf, ne? Und du kannst dann theoretisch ein Abendkleid drüber tragen. Du kannst darüber eine Strumpfhose tragen, du kannst darüber alles tragen. Das heißt, im Büro kannst du es tragen, du kannst es, wenn du unterwegs bist, tragen. Gut, wenn du ein Bikini anhast, dann siehst du es. Aber ansonsten ist es halt echt man sieht es halt nicht Geschichte. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Und ich habe das lieben gelernt, als ich das damals im Büro halt hatte. Ne? Da hatte ich auch immer eine Packung davon bei mir in der Schublade drin. Und jetzt ist es halt so, dass wenn ich einfach meine Mutterbänder-Dehnungsgeschichten habe oder wenn einfach Baby gerade eskalativ ausrastet, obwohl es nur eine Zitrone ist, dann kann ich mir halt ein Wärmepflaster drauf machen, wenn wir auch irgendwie bei meiner Mama essen sind oder so. Ne? Ist irgendwie schöner und charmanter, als wenn ich mir eine Wärmflasche mache und mich mit einer Wärmflasche dahinsetze, weil ich finde dadurch, ich muss es nicht allen unter die Nase reiben, wenn ich gerade Bauchkrämpfe habe, weil ich das ja irgendwie ständig habe. Ne? Deswegen, ja, finde ich die sehr cool, kann die empfehlen. Die von Facel finde ich persönlich auch am besten, weil die haben halt hier von der Passform her genau so ein Knick in der Mitte. Das heißt, eine Sollbruchstelle mehr oder weniger. Ist halt super, weil da hast du halt deinen Bauchi und der hängt dann halt über dem Unterbauch so ein bisschen. Der darf dann halt auch einfach mal geschwollen sein. Ne? Und deswegen, ich finde die klasse, kann euch die wirklich in jeder Lebenssituation vollkommen empfehlen.
Pinselseife. Jo, habe ich jetzt ein Mega-Flop, ein Mega-Top. Ich mache mal erstmal den Flop von We Do Professional. Habe ich No Plastic Shampoo Light and Soft versucht als Pinselseife zu verwenden, habe meine Pinsel damit nicht sauber bekommen. Sehr schwach für Pinselreinigung, einfach nicht geeignet. Für meine Haare ist es einfach so, dass es meine Kopfhaut zu sehr reizt. Kann ich nicht gebrauchen, sowas, ne? Deswegen habe ich mir auch gesagt, nee, komm, ich brauche jetzt nicht diese ganzen festen Shampoos versuchen, um zu funktionieren, um sie für Pinselseife zu verwenden, ne? Deswegen macht keinen Sinn, kommt der Müll. Was ich hingegen richtig geil finde, ist von Crash Cosmetics diese Brush Soap. Die habe ich auch aktuell in Anwendung, die ist so genial. Ich habe die einfach mit einem Magnetvieh an meiner Wand festgemacht und ne, deswegen hier nicht drin. Das finde ich immer praktischer, wenn du es halt nicht hier drin hast. Die riecht gut, die reinigt gut, die funktioniert gut. Ich mag die, die ist echt klasse. Ja, die ist ein bisschen teurer, genauso wie auch die von Luvia mit Maxim, die man noch reduziert im Rossmann tatsächlich bekommt. Aber dafür reinigen die halt auch wirklich intensiver, ne? Auch besser als Kernseife und gerade wenn man vielleicht auch so Echthaarpinsel hat oder so, dann habe ich immer das Problem, dass diese Kernseifengeschichten oder feste Seifengeschichten die Pinselhaare halt zu sehr schädigen, ne? Und wenn du dann halt teure Pinsel verwendest, willst du das nicht, ne? Na, es ist halt immer alles schwierig. Zwei Zahnpflegeprodukte habe ich hier drin. Das ist einmal meine liebste Zahncreme von Elmex, die Repair and Prevent. Die finde ich richtig, richtig gut. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr sensible Zähne habt, wenn ihr freiliegende Zahnhälse habt wie ich. Geiles Produkt. Sehr, 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 sehr gutes Produkt. Dann habe ich hier von Gum die Original White Toothpaste mal irgendwo drin gehabt. Habe ich verwendet, fand ich okay. War jetzt nicht so ein Schlüpperstürmer, wie Melli sagen würde, wie die Elmex, aber trotzdem eine gute, solide Zahnpasta. Dann habe ich in der Trend Raider Box die Pflanzenliebe drin gehabt, der Pflanzenaktivator. Alter Schwede, unsere Zimmerpflanzen rasten aus. Es ist viel zu wenig für unsere Zimmerpflanzen, weil wir haben sehr, sehr viele Zimmerpflanzen, ne? Geht ab. Ja. Und das nur von dem kleinen Bisschen, was ich da reingepackt habe. Von Isana, den Nagellackentferner, den mag ich auch immer ganz gerne, acetonfrei. Das ist hier zum Hochpumpen. Da machst du oben Wattepad rein und kannst es hochpumpen. Ich mag halt lieber, wenn ich sowas habe, wo ich meinen Finger reinstecke und rumdrehen kann. Aber für meine Fußnägel brauche ich sowas halt. Ne? Führt keinen Weg dran vorbei. Mag ich. Ist ein gutes Produkt und ja, ist wirklich auch praktisch, wenn man so ganz professionell hochpumpen kann. Habe ich meine Freude mit. Von Bulldog habe ich Sensitive Klingen aufgebraucht. Ist ja Hautpflege für Männer. Egal, ich habe einen Männerrasierer. Ich mag meinen Männerrasierer. Ich habe jetzt letztens gehört, dass es gar nicht so cool sein soll, wenn man so viele Klingen hat. Ne? Weil dann die so mehr verstopfen. Ich mag die aber sehr gerne, weil die einfach meine Haut weniger reizen. Also das ist wirklich so mein Empfinden, ne? Weil ich hatte ja auch schon 3 Klingenrasierer und so. Die haben mir echt keine schönen Resultate gegeben, langfristig gesehen, sage ich jetzt mal. Ich verwende gerne die Männerrasierer. Bulldog ist auch eine gute Marke, finde ich. Mag ich gerne leiden, gefällt mir. Ne, finde ich schön. Dann habe ich hier noch von Everdrop ein Feuerwaschmittel aufgebraucht. Das hatte ich auch irgendwo mal in der Trend Raider Box oder im Adventskalender. Mit Grapefruit, Feige und Sandelholz. Ich mag die einfach schon sehr, sehr gerne. Finde aber immer noch, dass sie halt ein bisschen teurer sind natürlich als die von Denkmit. Ich hatte auch eine Kooperationsanfrage von Everdrop. Ich mag die Produkte wirklich gerne. Aber ich sage immer, wenn ich ein Produkt privat nicht so kaufen würde, gehe ich keine Kooperation ein. Deswegen habe ich die Kooperation leider ablehnen müssen. Ja, genau. Fand das aber gut. Habe das für 2 Anwendungen verwendet. Aktuell habe ich unten im Bad auch noch andere von Everdrop stehen. Die mag ich einfach gerne, wenn ich jetzt halt nicht so super krass verschmutzte Wäsche habe. Dann verwende ich das einfach und dann funktioniert das auch alles super. Dann habe ich von Sanotag die Bierhefetabletten mal wieder aufgebraucht. Die finde ich einfach super. Da verwende ich jeden Abend oder nehme ich jeden Abend 5 Stück. Ist gut für Haut, Haare, Nägel. Ist ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel. Ich mache jetzt so gezielt keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel. Also nehme da auch keine Kooperation an oder so. Ne? Ich kaufe mir das einfach im DM nach und zeige euch das dann einfach so als kleiner Tipp, weil es halt natürlich ist. Ne? Da ist ja kein Scheiß dran und so. Und deswegen mag ich das und kann euch das einfach empfehlen. Kabam! Das war's. Oh, Leute, ich dachte eigentlich, als ich mich eben hingesetzt habe, so, ach komm, so lange wird das heute gar nicht, ne, so viel ist es doch gar nicht auf meinem Tisch. Und jetzt gucke ich hier auf den Tacho, habe schon ein paar Mal hier weiterstellen müssen, weil meine komische Kamera immer nur eine halbe Stunde aufnimmt. Wir sind schon über eine Stunde, das läuft ja bei uns, ne? Jo. Ich glaube, ich mache so eine kleine Secret-Verlosung, oder?
Weil die Leute, die noch dran sind, sind wirklich der harte Kern. Das kannst du nicht anders sagen. Ich schreibe das auch mal nicht in den Titel rein oder so. Klar, in der Infobox findet ihr dann auch die Teilnahmebedingungen, aber ich mache das jetzt nicht so mega pompös. Ich verlose in diesem Video einfach so eine selbst zusammengestellte Beautybox mit schönen Produkten, die ich halt einfach so habe. Packe euch da schön was zusammen, vielleicht auch so ein paar Lifestyle-Artikel, coole Sachen, ne? Und wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Was nehmen wir denn dann für ein Hashtag oder so? Ja, soll ja nicht allzu sehr auffallen, falls da jemand ist, der halt nicht so unbedingt krass bis jetzt durchgehalten hat, ne? Nehmen wir überhaupt einen Hashtag? Nee. Beginnt euren Kommentar mit dem Buchstaben H. Dass ihr irgendein Wort nehmt, was mit dem Wort, mit dem Buchstaben H anfängt. Und ne, das ist das. So. Und das schreibe ich auch so irgendwie kryptisch mal in die Infobox rein, dass nicht jeder, der die Infobox aufklappt, direkt weiß, worum es geht. Nur die, die bis jetzt zugeschaut haben, wissen Bescheid. Ha! So machen wir das nämlich. Meine Güte, manchmal kommt es mir auch in der Brain, ne? Und das um 9 Uhr abends läuft bei mir. Ja, ihr Lieben, das waren hier meine aufgebrauchten Produkte aus dem Monat Mai. Ich weiß, es ist immer relativ viel, aber ich finde, dass es schon weniger Müll geworden ist. Es ist schon so, dass ich immer viele Produkte auch wohl verwende, ne? Aber ich weiß noch, bei den Anfängen von YouTube vor, wow, 4 Jahren, habe ich teilweise einen kompletten gelben Sack euch in die Kamera gehalten, wenn ich das Thumbnail gemacht habe. Und das ist es jetzt bei weitem nicht, ne? Also das ist, nö, ein Drittel gelber Sack vielleicht. Also von daher, Müllreduktion ist auf jeden Fall am Start. Woran liegt das? Keine Ahnung. Aber gut, ja. Schreibt mir mal gerne sonst auch in die Kommentare rein, welche Produkte ihr so mal sehen würdet, dass ich die austeste. Einfach so aus reinem Interesse. Egal ob Drogerie, ob High-End, ob dies, das, Ananas. Schreibt mir das gerne einfach mal. Und ja, das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!